Gut, heute wollen wir Oberflächeninhalt und Volumen vom Tetraeder berechnen. Wie immer gilt, ihr seid nicht zu hören im Stream, ne, sondern ich wiederhole das, was ihr sagt. Ich skizziere vielleicht erstmal kurz ein Tetraeder an der Tafel, dass wir uns mal vorstellen können, dass wir so ein kleines Bild haben, wo wir auch bestimmte Strecken farbig markieren können, damit wir wissen, über welche Strecken wir reden. Okay? So, wo kann ich das machen? Hier. So, wir skizzieren mal ein Tetraeder. So, Tetraeder besteht aus welchen Flächen? Okay, vier gleichseitigen Kantenlängen, vier gleichseitigen Dreiecken mit der Kantenlänge a. Wunderbar. Also alle Kanten hier sind a lang, ne? A, a, a und so weiter. Okay. Was machen wir zuerst? Oberfläche oder Volumen? Was ist einfacher aus eurer Sicht? Warum ist der Oberflächeninhalt einfacher? Genau. Genau. Man kommt leichter auf die Höhe einer Dreiecksseite, eines Dreiecks, auf die Dreieckshöhe einer der Dreiecksflächen, als auf die Höhe des Tetraeders. Okay. Also, grundsätzlich, Oberflächeninhalt vom Tetraeder besteht also aus viermal dem Flächeninhalt von so einem Dreieck, ne? Das heißt, wir brauchen den Flächeninhalt eines gleichseitigen Dreiecks. Und vielleicht hilft es auch, wenn wir uns nochmal ein gleichseitiges Dreieck hier hinskizzieren. Wir haben jetzt neue Zirkel bestellt. Na, das ist ja wirklich ein Krampf für diesen Plastikzirkel hier. So schöne neue aus Holz. Mal sehen, vielleicht habe ich die nächste Woche schon. Verschätzt. So. So, hier haben wir so eine so eine Tetraederseite, ne? Mit einem gleichseitigen Dreieck. Flächeninhalt vom gleichseitigen Dreieck, wie berechne ich das? Also was muss ich prinzipiell beim Dreieck machen, ja? Ein Halb mal Grundseite mal Höhe, genau. Zeichne nochmal schnell die Höhe ein, ne? So, die nennen wir mal Höhe des Dreiecks. So, also,
Flächeninhalt von einem solchen Dreieck ist 1/2 mal die Grundseite, die ist ja a, mal die Höhe des Dreiecks. Okay. Wie geht's weiter? Online, ihr dürft auch gerne mitmachen, ne? Wenn ihr den habt, einfach hier in den Chat reinschreiben. Die Höhe mit dem Satz des Pythagoras berechnen, okay. Ja, also, hier haben wir einen rechten Winkel, weil die Höhe hier im rechten Winkel auf der Grundseite steht. Das heißt, Hypotenusenquadrat ist Summe der beiden Kathetenquadrate. Also HD-Quadrat plus A-halbe-Quadrat ist gleich A-Quadrat. Also ist HD gleich A-Quadrat minus A-halbe zum Quadrat und daraus die Wurzel, genau. So. Okay. Wie geht's weiter? Ja. Das ist gleich die Wurzel aus a Quadrat minus a Quadrat Viertel. Was wird denn am Ende und in der Wurzel stehen für einen Ausdruck? Oh, jetzt habe ich wieder den Fehler gemacht. Ich habe so gemacht und dann fängt die Kamera an, mich zu verfolgen. Blöd. Das wollte ich nicht. Kamera, komm mal hier zu mir, wieder zurück. Rauszoomen. Okay. So, jetzt bleiben wir so. Ich muss wirklich aufpassen, was ich mit den Händen mache, hier vorne. Ja, was steht da unten drunter? Jetzt haben wir alle genug Zeit gehabt, ne? Was steht da unter der Wurzel? Ja? Was ist ein ganzes a-Quadrat minus von einem Viertel a-Quadrat? 3/4 a-Quadrat, genau. Nehmen von a-Quadrat ein Viertel weg, ne? Dann habe ich Wurzel aus 3/4 a-Quadrat. Und jetzt können wir vielleicht den Ausdruck total vereinfachen. Ja? Wurzel 3. Halbe a, okay. Wurzel 3, halbe a. Genau. Okay. Und jetzt? Können wir vielleicht die Oberfläche komplett berechnen, oder? 4 mal AD, 4 mal der Flächeninhalt einer Dreieckseite, also 4 mal 1/2 mal A und dann mal HD. Wurzel 3 halbe A. Was kommt da raus? Ja. Ja, super, ne? Die 4 kürze ich gegen die beiden Halben weg. Und dann haben wir nur noch Wurzel 3 a Quadrat. Ja, das ist der Oberflächeninhalt eines Tetraeders. Wunderschön, oder? Habe ich das nicht sauber hier in die Tafel geschrieben? Bin auch richtig begeistert. Das kann man super geil lesen. Ja.
Okay, falls es Fragen gibt, gerne auch online. Einfach eure Fragen in den Chat schreiben und dann beantworten wir die, ne? Falls irgendwas unklar geblieben ist. Okay. Das war die Oberfläche, der Oberflächeninhalt. Jetzt das Volumen. Die Höhe des Italieners meine ich jetzt. Die Höhe. Ich zeichne mal die Höhe ein, ne? Vielleicht nehmen wir mal eine andere Farbe. Nehmen wir mal grün. Die Höhe des Tetraeders ist ungefähr das hier. Also hier steht die Höhe auf der Bodenfläche, na, senkrecht nach oben hier in dem Fall. Und die Seite, die Länge nennen wir mal, oder die Strecke nennen wir HT, Höhe des Tetraeders. Damit wir nicht durcheinander kommen zwischen der Höhe einer Dreiecksfläche und der Höhe des Tetraeders. Okay. Wie ist denn allgemein das Volumen einer, ist ja eine Pyramide, ne? Eine Pyramide mit Dreiecksgrundfläche. Das Volumen, das hat er gleich ein Drittel mal, sag nochmal. Nee, ganz allgemein, ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ja, Drittel. Fast. Die Grundfläche, genau. Mal die Höhe von unserem Tetraeder. So, okay. Grundfläche. Kennen wir die schon? Genau, also die Gesamtoberfläche ist ja das da und das ist viermal die Dreiecksfläche. Also ein Drittel mal die Grundfläche. Ja. Nee, nee, wie ein Drittel? Genau. Ein Drittel mal und jetzt kommt Wurzel 3 Viertel a Quadrat, ne? Alle kurz drüber nachdenken, ich mich nicht vertue. Ein Viertel von der Gesamtoberfläche des Tetraeders. Man könnte auch hier schauen, ne, dass die Dreiecksfläche ist ein halb mal a, mal Wurzel 3 halbe mal a. Und das war nur dieser Ausdruck hier, der hinter der 4 steht. Und das ist Wurzel 3 Viertel a Quadrat. Okay, mal a t. Und schon wieder hat irgendwas die Kamera bewegt. Ich werde wahnsinnig. Folge mir. Muss mal diese Gestensteuerung ausstellen, glaube ich. Das ist ja richtig nervig. So. Wo stelle ich diese blöde Gestensteuerung aus? Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ah ja, also da, ah, okay, ja super. Hier gibt es einen ganz einfachen Button, da kann ich es ausstellen. Danke, Meister Typekit Kamera. Ja, okay. Ich weiß nicht, wann es jetzt umgeschwenkt ist, also gucken wir nochmal hier, ne? Volumen ist ein Drittel mal die Grundfläche und die Grundfläche ist eine Dreiecksfläche. Die haben wir hier oben ausgerechnet. Hier ist das Vierfache einer Dreiecksfläche, also müssen wir Wurzel 3 Viertel a Quadrat nehmen, mal die Höhe. Okay. So. Jetzt wird's knifflig. Jetzt kommt der schwierige Teil. Ja? Du würdest es gerne nach hinten machen. Darf ich es nach vorne rechts machen? Ist egal, ne? Weil
Das Ding ist symmetrisch in alle möglichen Richtungen, genau. Na, vielleicht machen wir es doch nach hinten. Wir brauchen dieses Dreieck hier. Und das ist ein rechtwinkliges. Der rechte Winkel ist hier. Sieht nicht so aus. Liegt daran, weil das Ganze perspektivisch verzerrt ist, ne? In der Frontschau. Okay, also hier ist der Winkel, der rechte Winkel. Rechter Winkel schon mal nicht schlecht. So, wie groß ist die Höhe? Schreibt das nochmal an eine andere Stelle. Diese Strecke hier ist die Höhe des Tetraeders. So, kennen wir noch andere Dreiecksseiten von der Länge her? Ja? Die Kante hinten ist Länge A. Die Kante hinten hat die Länge A, genau. Das ist ja eine Kantenlänge vom Tetraeder. Und jetzt, ja? Haben wir ja rausgefunden, dass der Punkt, an dem die Höhe, steht, dass der die Höhe der sehr schön. Also, das hier ist, dieser Punkt hier, ist beim gleichseitigen Dreieck der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten, der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden, der Schnittpunkt der Höhen und der Schnittpunkt der Seitenhalbierenden. Und bei den Seitenhalbierenden ist es so, die teilen sich im Dreieck im Verhältnis 1 zu 2. Das würde ich gerne mit euch nochmal beweisen, bevor wir weitermachen. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Ja? Und zwar in unserem Fall, wir beschränken uns aufs gleichseitige Dreieck. Wir gucken mal, was passiert im gleichseitigen Dreieck mit dem Schnittpunkt der Winkelhalbierenden, der Seitenhalbierenden, der Höhen, der Mittelsenkrechten, ganz egal. Und versuchen mal zu begründen, dass das tatsächlich im Verhältnis 2 zu 1 geteilt wird. Oder im Verhältnis 2 Drittel zu 1 Drittel. Ne? Ich skizziere nochmal ein gleichseitiges Dreieck. Na. Ach. So. Also wir wissen, die Seitenlängen vom Dreieck haben die Länge a. Okay? Und das hier ist der Punkt, an dem die Höhe des Tetraeders ansetzt. Und wir wollen jetzt beweisen, dass diese Länge zu dieser hier das Verhältnis 2 zu 1 hat. Oder 2 Drittel zu 1 Drittel.
Tja, schauen wir mal gemeinsam drauf. Vielleicht hilft es dabei, mal zu schauen, haben wir irgendwo rechte Winkel, welche Strecken können wir denn schon, welche Strecken kennen wir noch nicht, was sind unsere Zielstrecken, die wir gerne berechnen würden, welche Längen kennen wir, welche nicht. Ja? Ja, rechte Winkel, wo die Genau, rechte Winkel haben wir überall dort, wo die Höhen der Dreiecksseiten aufsetzen. Mhm. Genau, die Höhe setzt immer in der Mitte der Seite an. Das heißt, das hier zum Beispiel, das ist a halbe. Genau. Ja. Wir können den Satz des Pythagoras anwenden, okay. Aber welche Seitenlänge wollen wir denn haben? Können wir vielleicht uns mal einigen, welche Seitenlänge wollen wir berechnen? Genau, diese hier, ne? Das ist jetzt unsere Zielstrecke. Wenn wir die berechnet haben, wir kennen ja die Länge dieser Strecke hier, ne? Das war wir haben es genannt, HD, glaube ich. Genau. Also HD, ich schreibe es nochmal hin, das hatten wir vorhin ausgerechnet hier unten. Das ist Wurzel 3 halbe A. Also wir wissen, die Länge dieser Strecke hier ist Wurzel 3 halbe A. Wenn wir die Länge dieser Strecke hier haben, und die Länge dieser Strecke durch diese Strecke dividieren, müsste 2/3 rauskommen. Dann hätten wir gezeigt, dass diese Strecke 2/3 von der Gesamtstrecke ist und diese Strecke 1/3 von der Gesamtstrecke. Wir müssen also nur die Länge dieser Strecke hier berechnen. Wenn ihr Online-Ideen habt, gerne auch äußern einfach. Ne? Wir können das hier alles reinholen. Ich sehe den Chat. Okay. Ja? Sehr gut, man kriegt noch die anderen. Stopp, genau. Wir wissen, es ist ein gleichseitiges Dreieck, das heißt, die Größe dieser Winkel hier sind jeweils 60 Grad. Wir wissen, diese Strecken, die wir hier eingezeichnet haben, sind nicht nur die Höhen, sondern auch die Winkelhalbierenden in diesem Fall. Das heißt, wir können hier 30 Grad, haben hier einen 30 Grad Winkel, da haben wir einen 30 Grad Winkel, da haben wir einen 30 Grad Winkel. Ja, ich lasse es mal bei diesen hier. Kennen wir noch andere Winkel? Sehr schön. Innenwinkelsatz, also Summe, Innenwinkelsumme im Dreieck, genau, ist 180 Grad minus 90 Grad minus 30 Grad ist 60 Grad. Mhm. Stopp. Nehmen wir den mal. Ihr merkt, ich mache das schon intentional, damit wir was sehen. Wir sind an einem Verhältnis interessiert. Und wir haben ja neulich ganz intensiv über Verhältnisse gesprochen. In welchem Kontext? Welches Themas? Ja? Ähnlichkeit, okay. Kriegen wir irgendwo ähnliche Dreiecke hin? Mhm. Wo? Du meinst dieses Dreieck hier? Ja.
und eine Drehung gleichzeitig. Ne? Genau. Können wir das hier nehmen, weil das habe ich gerade den Winkel schon schön rein. Genau. Okay, also wir haben dieses Dreieck hier. Ja, dieses hier. Und dieses hier. Die beiden Dreiecke sind ähnlich. Dreiecke sind ähnlich, wenn sie in ihren Winkeln übereinstimmen, ne? Ist das so? Stimmen die in den Winkeln überein? Also das Orangene hat hier einen rechten Winkel, 60 Grad, 30 Grad. Und das Grüne hat hier einen rechten Winkel, 60 Grad, 30 Grad. Okay. Ein bisschen knifflig ist, dass sie auch noch gespiegelt wurden. Ja? Also ich kann es jetzt, ich muss es spiegeln und drehen, um das eine und das andere zu überführen und strecken natürlich. So. Wie groß ist der Faktor? Wir sind immer noch an dieser Strecke hier interessiert. Diese Strecke hier ist in dem orangenen Dreieck was? Im orangenen rechtwinkligen Dreieck? Hier die Hypotenuse, genau. Und die entspricht diesem Dreieck hier, dieser Seite hier im großen Dreieck. Also diese entspricht dieser. Diese hier entspricht welcher Seite? Diese orangene hier entspricht welcher grünen Seite? Der Höhe. Genau. Wir kennen die Länge dieser Strecke und wir kennen die Länge dieser grünen Strecke. Die sind bei den ähnlichen Dreiecken die jeweils analogen Strecken. Ne? Also im orangenen Dreieck, diese Strecke ist ja die längere der beiden Katheten. Und im grünen Dreieck ist das hier die längere der beiden Katheten. Die beiden Dreiecke sind ähnlich. Das heißt, wenn ich diese Streckenlänge durch diese Streckenlänge dividiere, bekomme ich das den Streckfaktor raus. Dann machen wir das mal. Also unser Streckfaktor k ist, das können wir natürlich entscheiden, machen wir klein durch groß oder groß durch klein. Du sagst, es ist wurscht, hast du recht. Ja, genau. Also sagen wir mal klein durch groß. Okay, dann haben wir keinen Streckfaktor, sondern einen Stauchfaktor oder einen Streckfaktor mit einer Zahl, die größer ist, kleiner ist als 1. Naja, gut. Okay, also k ist a halbe durch das da. Die Höhe ist was? HD, genau. Wurzel 3 halbe a. Was kommt da raus? A halbe durch Wurzel 3 halbe a. Eins durch Wurzel 3, genau, beziehungsweise, das mag man nicht so, ne? Wurzel 3 Drittel. Ja, okay. Wurzel 3 Drittel, das ist der Streckfaktor. Also jede beliebige Länge in dem großen grünen Dreieck, wenn ich das mit Wurzel 3 Drittel multipliziere, komme ich auf die Längen des orangenen Dreiecks. An welcher Länge sind wir interessiert? An der da. Ne? Welche Länge im grünen Dreieck muss ich mit Wurzel 3 Drittel multiplizieren, um auf die Länge des orangen Dreieckseite zu kommen? Ja? Ah, genau, die hier, ne? Die Hypotenuse. Also, vielleicht geben wir da mal einen Namen hier. X. Okay, ominöse Strecke X. X ist gleich
Okay, was müssen wir machen? Wir wissen, die grüne Streckenlänge entspricht der orangenen. Und wir kennen den Faktor, mit dem wir multiplizieren müssen. Also a mal Wurzel 3 Drittel. Ne? Das ist die Länge dieser Strecke hier. So, und jetzt wollen wir aber drauf, dass die Länge der Orangenstrecke durch die Länge der Gesamtstrecke das Verhältnis 2 Drittel ist. Also was müssen wir jetzt nochmal machen? Ja? Also genau, x durch hd ist gleich, also diese orangene Strecke, a mal Wurzel 3 Drittel durch Wurzel 3 halbe a, oder? Genau. Zwei Drittel. Wir haben beim letzten Mal, habe ich euch gesagt, die Strecken teilen sich im Verhältnis 2/3 zu 1/3. Und ihr habt es mir geglaubt. Das war natürlich ein fataler Fehler von euch. Weil ihr müsst natürlich sagen, ja Moment mal, ist das denn überhaupt so? Und jetzt haben wir es nochmal gezeigt. Okay, also tatsächlich, die teilen sich im Verhältnis 2/3. Und die Seitenhalbierenden nebenbei machen es bei jedem Dreieck. Nicht nur beim gleichseitigen. Man könnte jetzt nochmal allgemein beweisen für jedes Dreieck und so weiter, aber das war jetzt in diesem Fall, hat es uns nicht interessiert. Wir wollten es für das gleichseitige Dreieck haben. Ne? Okay. Gut, aber nebenbei haben wir die Länge der Strecke x rausgekriegt. Ne? Das ist ja die, die wir eigentlich haben wollten. Hier. Die ist a mal Wurzel 3 Drittel. So, also jetzt gehen wir nochmal zurück. Höhe des Tetraeders. Wir wollen die Höhe des Tetraeders haben. Was müssen wir rechnen? Wir haben ein rechtwinkliges Dreieck. Wir kennen die anderen beiden Dreieckseiten. Wie sieht die Formel aus? Für die Höhe des Tetraeders. Ja, sag nochmal, also jetzt ganz allgemein, Satz des Pythagoras mit a, h, t und x. Nee, mach nochmal einfach, wir nehmen erstmal nur die Formelzeichen hier. Ach so. Hat x gleich die Wurzel aus a Quadrat minus t. Genau, die Wurzel aus a Quadrat minus unserem ominösen x Quadrat. Gut. Jetzt. Wurzel aus a Quadrat ist. Nee, Moment. Achso, ja doch. Du willst einfach nur sagen, was er. Ich dachte, du wolltest die Wurzel aus a Quadrat ziehen. Nein, natürlich nicht. Okay. Und x war Wurzel aus 3 Drittel a. Machen wir weiter. Oder jemand anders. Wer kann helfen? Ja. Ja, du bist ein, zwei Schritte zu schnell. Also was ist denn Wurzel 3 Drittel a zum Quadrat? 3 Neuntel a Quadrat, also 1 Drittel a Quadrat. A Quadrat minus 1 Drittel a Quadrat ist gleich 2 Drittel a Quadrat. Sehr schön. Und die Wurzel aus 2 Drittel a Quadrat ist gleich
Wurzel 2 Drittel mal a. Okay. Oh, jetzt haben wir es. Wurzel 2 Drittel mal a ist die Höhe des Tetraeders. Und jetzt wollen wir das Volumen haben. Das setzen wir jetzt einfach da oben ein. Ne? Ein Drittel mal Wurzel 3 Viertel a Quadrat mal Wurzel 2 Drittel mal a. Ich quäle euch mit Wurzelausdrücken. Oh Mann. Wurzel 2, Zwölftel, ne? Also Wurzel 3 kürzt sich weg. 3 mal 4 ist 12. Oben bleibt die Wurzel 2 mal a Quadrat. Mal auch 3. Muss ja auch 3 sein, weil wir Volumen berechnen. Ne? Ja, fertig. That's it. Das ist das Volumen des Tetraeders. Ja. Ja. Mach die Tafel nochmal kurz runter. Ja. Ihr wisst, ihr könnt es jederzeit nochmal aus dem Video abpinseln. Genau. Okay. Gibt es Fragen dazu? Gerne auch Online-Fragen, wenn ihr wollt. Was willst du? Das dauert Gott sei Dank viel zu lang für eine mündliche Prüfung. Ja. Ich habe nur 20 Minuten. Ich habe nicht 20 Minuten. Wir haben ja zwei Drittel im Verhältnis 2 zu 1. Ja, wie oft ist das nicht wunderschön? Das gleiche Verhältnis wie hier beim Dreieck die Seiten halbieren. Ne? Im Verhältnis 2 zu 1 teilen wir die Prüfungszeit auf. Das heißt 20 Minuten mal 2 Drittel. Das ist mir zu ungenau. Knapp 14. Na gut, okay. Ja, genau. Knapp 14 Minuten haben wir. Und wir haben jetzt gebraucht für diese beiden Geschichten hier eine Stunde. Wir waren aber auch langsam und haben uns Zeit gelassen und so weiter. Wenn man das geübt hat, kriegt man das ganz schnell hin. Man könnte vielleicht trotzdem zu aufwendig sein für eine mündliche Prüfung. Okay. Zumal das ehrlich gesagt Sekundarstufen 1 Stoff ist. Was? Das war, oh Gott. Naja. Ja. Okay.